Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr das auch, so eine Situation, ihr seid unterwegs mit dem Auto und habt einen wichtigen Termin vor Augen, vielleicht einen Arzttermin, ein Familientreffen, Bewerbungsgespräch, irgendwas, wo ihr merkt, ihr seid sowieso schon unter Strom und dann seht ihr es von Weitem blinken, wie bei diesen großen Autobahnschildern oder auf der Bundesstraße kann man das auch sehen. Ihr merkt schon, nicht das auch noch. Und ihr merkt, der ganze Verkehr wird abgeleitet von der Autobahn irgendwo über die Käfer. Und ihr steht im Stau oder im stockenden Verkehr und merkt, das geht mal gar nicht. Das habe ich jetzt nicht auch noch gebraucht. Das nervt. Der Mann, um den es heute in meiner Predigt geht, der ist so eine Baustelle, der ist so ein Umleitungsschild. Der Typ nervt. Das ist so ein Typ, von dem du sagen willst, den habe ich nicht auch noch gebraucht. Aber der stellt sich halt uns mitten in den Weg, auf unserem Weg zu Weihnachten. Der ist wie so ein riesen Umleitungsschild, das da ordentlich blinkt und im Weg steht. Denn der Typ gehört einfach zur Adventszeit dazu, ob wir wollen oder nicht. Denn wenn es eine Person gibt, die den Titel Mr. Advent verdient hat, dann ist er das. Er ist Mr. Advent. Johannes oder auch genannt Johannes der Täufer, von dem rede ich. Der Mann ist praktisch in der Bibel der lebende Advent. Johannes ist der lebende Advent. Johannes hat damals, kurz bevor Jesus öffentlich zum ersten Mal aufgetreten ist, gesagt, hat sich hingestellt und gesagt, passt auf, Leute, Gott schickt uns den lang ersehnten Retter und darauf solltet ihr vorbereitet sein. Denn es wäre doch schade, wenn der Heiland um die Ecke kommt und du innerlich noch gar nicht eingestimmt bist. Das war im Grunde genommen die Botschaft von Johannes. Also genau darum, wo es eigentlich im Advent geht, sich innerlich auf Weihnachten vorzubereiten. Weil, und das glaube ich fest, davon bin ich überzeugt, wenn man sich auf etwas vorbereitet, dann feiert man das eigentliche Fest intensiver und auch anders, als wenn man da nur irgendwie hineinstolpert in dieses Fest. Und deswegen möchte ich mich heute Morgen mit euch in meiner Predigt mit diesem Johannes beschäftigen. Johannes, das ist, Reinhard schon angedeutet, das ist ein besonderer Typ, der ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ist euch mal aufgefallen? Also in allen Kinderbibeln, die ich durchgeblättert habe, kommt Johannes der Täufer nicht vor. Und vielleicht hat das schon allein einen Grund, dass der in Kinderbibeln nicht vorkommt, weil er irgendwie abschreckend ist. Ich kenne kein Krippenspiel, bei dem Johannes der Täufer vorkam. Obwohl Johannes der Täufer eine ganz zentrale Rolle in der Weihnachtsgeschichte hat. Er ist der Cousin von Jesus. Die Bibel überliefert, dass er kurz vor Jesus geboren wurde. Und er ist übrigens dieses legendäre Kind. Ich liebe diesen Satz, diese Stelle in der Bibel, von dem es heißt, dass er im Bauch seiner Mutter hüpfte. Seine Mutter war Elisabeth. Und Elisabeth traf Maria. Die beiden waren verwandt und beide hochschwanger. Und Johannes im Bauch von Elisabeth sprang und hüpfte, so wird es überliefert in der Bibel. Das ist dieser legendäre Johannes. Johannes ist anders. Johannes gibt es auch nicht aus Marzipan und nicht aus Schokolade zu kaufen, denn Johannes, das ist ein Provokateur. Und Provokateure sind meistens alles andere als süß. Johannes war ein Prophet, der war ein Rebell. Der würde wahrscheinlich auch nicht so schön und schick hier stehen. Eigentlich habe ich mich heute falsch angezogen. Ich habe meine Kinder gefragt, wie müsst ihr mich heute anziehen? Und die meinten, Papa, im Hawaii-Hemd solltest du predigen. Das hätte tatsächlich wahrscheinlich zu Johannes gepasst. Johannes zog diese Leute magisch an. Und das, obwohl er Klartext sprach. Oder vielleicht gerade deswegen. Er sagte den Leuten klipp und klar, was schief läuft im Land. Johannes hielt den Leuten den Spiegel vor. Er wusch im übertragenen Sinne den Leuten den Kopf. Und das Spannende ist, die Menschen ließen das auch zu, oder sollte ich sagen, sie wollten das vielleicht auch. Sie haben sich das irgendwie erhofft von ihm. Denn die kamen in Scharen in die Wüste zu ihm an den Jordan, um seine unbequemen Predigten zu hören. Die ließen sich deutlich von ihm sagen, was schiefläuft in ihrem Leben. Und die erkannten dies. Und als sozusagen als Eingeständnis, dass sie ihr Leben ändern wollten, dass sie gesagt haben, ja, ich brauche diesen Perspektivwechsel, ließen die sich von ihm taufen mit der Taufe des Johannes. Und ich frage mich, was ist so attraktiv an dieser Botschaft von Johannes? Warum zieht es Menschen freiwillig in die Wüste, um ihn predigen zu hören?
Ich war letzte Woche krank, das ist schon angeklungen. Also eigentlich genauer gesagt war unsere ganze Familie krank, bis auf Jella, unsere Große. Wenn es auch nichts Schlimmes war, es war gefühlt wie einmal voll in die Eisen gehen, richtig auf die Bremsen treten und zum Stehen zu kommen. Ich hatte Stillstand, bei mir ging gar nichts mehr. Ich musste Termine absagen, alle Planungen über den Haufen werfen und ich musste erkennen, ich kann jetzt erstmal nichts tun. Und die Welt dreht sich weiter und auch die Gemeinde funktioniert noch, alles ohne mich, sehr heilsame Erfahrung. Aber die Krankheit war wie so ein Aussteigen aus so einem Karussell, das sich immer weiter dreht. Immer weiter dreht. Und das war gut, einmal auszusteigen. Das war so nicht geplant. Wir hatten eine ganz andere Vorstellung für unser erstes Adventswochenende. Aber das war so eine Art Umleitung in die Wüste. Aber mal ehrlich, Advent in der Wüste verbringen, wer macht schon freiwillig diese Umleitung und nimmt das mit in Kauf? Eine bezaubernde Maria, einen schönen Josef, starke Hirtentypen wie Daniel Martin oder Richie Eggers, blökende Schafe im Hintergrund, das ist das doch, so stellen wir uns doch Weihnachten vor. Aber ein ungepflegter Mann, der in der Wüste lebt und Heuschrecken ist, der komische Klamotten trägt, der eben nicht den weihnachtlichen Schmuselkurs fährt, sondern klar mit seiner Botschaft aneckt, ey, der passt nicht in unser Standardschema von Advent und Weihnachten. Aber vielleicht trifft genau das Gefühl von ganz vielen Menschen. Und vielleicht ist das unser Zugang zu Johannes in dieser Adventszeit. Sich fehl am Platz fühlen, irgendwie nicht richtig dazu zu gehören und sich damit aber bei Johannes gut aufgehoben wissen. Besonders zu Weihnachten ist das ja ein Gefühl, was ganz viele Menschen kennen. Fehl am Platz zu sein. Irgendwie sogar in der eigenen Familie, vielleicht auch in der eigenen Ehe, bei Betriebsfeiern. Ständig diesen Familienstreitigkeiten ausgesetzt zu sein, immer die gleichen Diskussionen ertragen zu müssen, so einen Erwartungsdruck spüren oder das Gefühl zu haben von großer Einsamkeit. Manche beschreiben es auch als eine innere Dunkelheit, die sie erleben. Während gefühlt alle um einen herum fröhlich sind und heiter feiern und happy-clappy Glühwein trinken. Das Gefühl, sich eben fehl am Platz zu fühlen, dieses Gefühl, das sollten wir nicht unterschätzen. Das ist real und es betrifft nicht wenige Menschen. Um mal ein konkretes Beispiel rauszugreifen, nach Weihnachten steigt jedes Jahr die Zahl der Suizide in Deutschland auffällig an. Menschen ziehen um Weihnachten herum Bilanz über ihr Leben und bewerten ihr Leben. Und bei der Bewertung des eigenen Lebens, da kommt dann nicht selten das Fazit raus, ich fühle mich fehl am Platz auf dieser Erde. Ich fühle mich hier nicht richtig, ich gehöre hier nicht hin. Und das kann in eine tiefe Krise stürzen, in eine Ausweglosigkeit. Das heißt, wir müssen dieses Gefühl ernst nehmen, wir müssen die Menschen ernst nehmen, die das erleben. Und unser Gott als Wegweiser, er wählt als ein lebendiges Hinweisschild, als ein markantes Umzeichen, da geht's lang nach Weihnachten, wählt er eben einen unangepassten Johannes den Täufer. Der Messias, der König der Könige, wird angekündigt von einem Menschen, der absolut nicht ins Standardschema passt. Und als wenn Gott damit schon sagen will und klarstellen will, bei mir ist Platz. Schaut euch Johannes den Täufer an, bei mir ist Platz, bei mir ist niemand fehl am Platz, ihr Lieben. Bei mir gibt es Annahme und Geborgenheit. Befreit euch bitte von all diesen vermeintlichen Standarderwartungen und jeglichen Pflichtgefühlen, die man so landläufig zur Weihnachts- und Adventszeit kennt. Denn bei der Ankunft von Jesus geht es um was ganz anderes. Das ist das, was Johannes uns mitgibt. Johannes verließ sein Elternhaus, um nicht in irgendwie eine Studenten-WG zu ziehen, sondern der zog erstmal in die Wüste. Das klingt auch schon irgendwie wieder so strange und unvorstellbar für uns. Aber das haben Menschen schon weit vor Johannes getan und das haben auch nach Johannes Menschen getan. Wir sind mit Absicht in die Wüste gegangen und haben dort gelebt. Wir würden das vielleicht als so eine Art Aussteigerleben bezeichnen oder klösterliches Leben auf Dauer. Nicht nur existieren im Alltag, sondern so richtig, so eine geistliche Übung in der Wüste.
Und dieses sparsame, dieses einfache, dieses entbehrungsreiche Leben, das hat Johannes geprägt. Dementsprechend sah er auch aus. Und die Wüste, die war für ihn schon Herausforderung. Die war für ihn auch Prüfung. Aber die Wüste war eben auch ein Ort der Gottesbegegnung für ihn. Während ich also auf den Weihnachtsmarkt gehe und zwischen Schmalzgebäck und Glühweindüften mir Zerstreuung und Ablenkung suche, die ich auch gerne brauche, zieht Johannes es in die Wüste. Ich erinnere nochmal an unsere Predigtreihe vor ein paar Monaten, die wir überschrieben hatten mit Dein Exodus. Da haben wir uns als Gemeinde ein paar Sonntage mit der Wüstengeschichte vom Volk Israel beschäftigt und uns gefragt, was sind eigentlich die Wüstenzeiten, was sind die Wüstenmomente in unserem Leben? Wie erleben wir die? Und wir haben festgestellt, in Wüstenzeiten, da reduziert sich unser Leben tatsächlich aufs Wesentliche. In der Wüste, da wirst du bescheiden. In der Wüste erlebst du Entbehrung, in der Wüste erlebst du Einsamkeit. In der Wüste erlebst du Kraftlosigkeit. Du hast von allem zu wenig. Du hast vor allen Dingen eins, Mangel. Die Wüste hat eben keine Zerstreuung. In der Wüste gibt es dann doch keine Ablenkung, kein Spotify, kein Netflix, kein festliches Weihnachtsoratorium und auch keine netten Buden, die dir auf Knopfdruck irgendwelche Märchen erzählen. Wenn du in dieser Adventszeit eine Wüstenzeit erlebst oder Wüstenmomente, dann vergiss Johannes den Täufer nicht. Dort in der Wüste hat Johannes vielleicht die intensivste Adventszeit erlebt, die man erleben kann. Das war hart für ihn, keine Frage. Aber gleichzeitig half ihm die Wüste, sein Leben neu auszurichten, weil das Ganze drumherum an Bedeutung verlor. Er erkannte das Wesentliche. Und das betone ich gerne wieder. In der Bibel ist es ja so oft so, dass Menschen in der Wüste die entscheidenden Erfahrungen mit Gott machen. Jakob, Hagar, Elia. Jesus selbst wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und eben auch Johannes. Verachte die Wüste nicht, denn dort können entscheidende Dinge in deinem Leben passieren. Und indem Johannes uns mit seiner ganzen Person so ein riesen Umleitungsschild so vor die Nase hält und uns irgendwie auf seine Art mit in die Wüste nimmt, gibt er uns mit, schaut nochmal genau hin. Schaut nochmal genau hin, wer da Weihnachten in der Krippe liegt. Und macht dafür gerne nochmal einen Umweg, um das zu kapieren, wer da wirklich geht. Nimmt diesen Umweg gerne in Kauf, denn das ist wichtig, denn unterschätzt mir dieses Baby nicht, sagt Johannes. Macht es mir bloß nicht zum holden Knaben mit lockigem Haar. Da liegt der Retter. Da liegt der Herr. Und wir sind es nicht wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen, sagt Johannes. An der Krippe gilt nur eins, knien und anbeten. Knien und anbeten. Größeres gibt es auf der Erde nicht als Gott in einem Baby. Gott bei uns, Gott mit uns, in Jesus. Das ist das Wesentliche. Und genau darauf lenkt Johannes unseren Blick. Das zur Adventszeit, die sich durchaus mal als Wüstenzeit anfühlen kann. Johannes hat ja in der Bibel eine herausragende Stellung. Der ist das Bindeglied zwischen den Zeiten. Die Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass er die Zeitenwende markiert. Zeitenwende, ja, das ist so ein Wort, was ja gerade ein bisschen überstrapaziert wird in unserer Zeit. Und da klafft manchmal Anspruch und Wirklichkeit ganz schön auseinander. Aber bei Johannes, da trifft Zeitenwende wirklich zu. Denn mit ihm endet der sogenannte alte Bund zwischen Gott und dem Menschen. Er ist der letzte Prophet. Und dann kommt etwas ganz Neues mit Jesus. Jesus hat über Johannes so mehrdeutige Sachen gesagt wie, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und im Satz danach sagt er, und doch ist noch der Geringste im Himmelreich größer als er. Ja, was jetzt, Jesus? Matthäus 11, Vers 11. Also das ganze Leben von Johannes, sein Auftreten, sein Predigen, sein Handeln, alles dient diesem einen großen Auftrag, nämlich auf Jesus Christus hinzuweisen und damit auf das anbrechende Reich Gottes.
Und so erfüllt sich mit Johannes dem Täufer eine alte Prophezeiung aus dem letzten Buch des Ersten Testamentes, aus Maleachi, der letzte Prophet des Ersten Testamentes, 460 Jahre vor Christus ungefähr geschrieben: Siehe, ich sende euch einen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Das ist die Prophezeiung, die sich mit Johannes erfüllt. Und als Johannes einmal gefragt hat, wer bist denn du? Wie tickst du eigentlich? Wofür stehst du? Zitiert er Jesaja 40, um deutlich zu machen, dass auch mit ihm nochmal eine Prophezeiung jetzt sich dem Weg ebnet, nämlich Jesaja 40, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße, jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen, was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Macht den Weg bereit für den Herrn. Das war sein Lebensauftrag. Dafür stand er mit allem, was ihn ausmachte. Johannes war das lebendige Umleitungsschild nach Weihnachten. Und wie er es war, der Johannes, der hat gewettert, der hat geschimpft, der hat seine Zuhörer sogar Schlangenbrut genannt. Man, wer lässt sich sowas an den Kopf werfen? Und das klang irgendwie alles schon bei ihm ganz anders als unsere freundlichen Grüße, die wir so privat und geschäftlich so vor Weihnachten miteinander austauschen in netten Karten. Statt mit Dankeschöns fürs Alte und guten Wünschen fürs Neue kam er mit knallharter Kritik. Und trotzdem, die Leute hörten ihm zu. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass jemand mal mit der Faust auf den Tisch legt und klipp und klar sagt, so geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter. Er sagt ihnen klar auf dem Kopf zu, Lukas 3 können wir das nachlesen, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen könnt? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und da ist die Frage der Menschenmenge, die das alles hört und schon fast rührend auf diese klare Ansage von Johannes. Und sie fragen, Johannes, was sollen wir denn jetzt tun? Johannes, was sollen wir denn ändern? Und Johannes ist da klar und praktisch und eben handlungsorientiert, auch nachzulesen, Lukas 3. Wenn du was zu essen hast und neben dir einer ist, der nichts hat, dann gib ihm was ab. Hast du zwei Hemden und einer hat keins, eins kannst du verschenken. Die Zöllner, die sollen nicht mehr betrügen, die Soldaten sollen niemandem Gewalt antun, kein Unrecht, keine Maßlosigkeit, es soll keinen Geiz mehr geben. Die Worte sind 2000 Jahre alt und ich glaube, sie haben kein Stück an Relevanz verloren. Muss ich das ausschmücken, worum es hier geht, damit wir das verstehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann sprechen diese Worte ziemlich klar auf den Punkt, worum es geht. Und die machen die Werte des Reiches Gottes deutlich. Ich lese uns das nochmal vor, was Johannes den Menschen mitgibt. Wenn du was zu essen hast und neben dir ist einer, der hat nichts, dann gib ihm was ab. Frage an mich, habe ich was zu essen? Wer hat nichts zu essen in dieser Welt? In unserem Land, in unserer Stadt? Hast du zwei Hemden und einer hat keins? Dann verschenke eins. Habe ich zwei Hemden? Was kann ich abgeben? Was kann ich verschenken? Die Zöllner, die sollen nicht mehr betrügen. Wo und wie betrüge ich andere? Oder auch mich selbst? Wo betrüge ich die Schöpfung? Wo betrüge ich unseren Staat? Die Soldaten sollen niemanden Gewalt antun. Frage: Wo leidet jemand in meinem Umfeld unter Gewalt? Unter physischer Gewalt, unter emotionaler Gewalt,
verbaler Gewalt, struktureller Gewalt oder auch sexueller Gewalt? Wo muss das sofort aufhören? Die Zöllner, die sollen nicht mehr betrügen, kein Unrecht, keine Maßlosigkeit, kein Geiz soll es geben. Frage, wo hat Maßlosigkeit in meinem Leben Überhand genommen? Wo bestimmt Geiz mein Denken und Handeln? Ich vermute, euch geht es ähnlich geben, ich lasse mich nicht gerne als Schlangenblut beschimpfen. Und gleichzeitig merke ich, boah, der Johannes trifft einen Nerv. Der trifft schon einen Nerv. Seine Gedanken sind wichtig. Und die helfen mir, dass ich mir es nicht nur besinnlich mache in der Adventszeit, sondern dass ich zur Besinnung komme. Wie lange genau es überhaupt schon die Adventszeit gibt, also diese Erfindung, das weiß man gar nicht so genau, wann die Kirche das eingeführt hat. Vermutlich so im 4. Jahrhundert, als die Kirche damals, also die Gesamtkirche entschieden hat, wir legen uns jetzt mal fest auf ein Weihnachten, das hat man damals so auf den 25. Dezember festgelegt. Warum genau, das gibt es unterschiedliche Erklärungen. Spannend ist, dass bei unseren Glaubensgeschwistern in der orthodoxen Kirche die Adventszeit nicht 4 Wochen dauert, sondern 6. Und die reden auch nicht von Adventszeit eigentlich, sondern die reden von der Weihnachtsfastenzeit. Von der Weihnachtsfastenzeit. Das heißt, die Bedeutung von Advent als eine Zeit des Fastens, in der ich zur Besinnung komme, in der ich Dinge ändere, meine Perspektive wechsle, Buße tue, als eine intensive Vorbereitungszeit auf Weihnachten, die ist bei uns im Westen irgendwie, diese Bedeutung ist so ein bisschen mit der Zeit abhanden gekommen. Aber die Erinnerung daran durch Johannes ist super wichtig. Denn der Advent will mehr sein als eine behagliche Einstimmung auf Weihnachten. Er will uns nicht besinnlich machen, sondern zur Besinnung führen. Und damit das passiert, braucht es manchmal eben auch Umleitungen im Leben. Ja, Umleitungen nerven in der Regel. Und im Falle von Johannes dem Täufer können Umleitungen nach Weihnachten aber auch ganz schön heilsam sein. Finde ich zumindest. Das Leben von Johannes, das gibt uns unterschiedliche Botschaften mit. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Für alle die, die sich fehl am Platz fühlen, bei Gott ist Platz. Bei Gott ist niemand fehl am Platz. Bei Gott ist Annahme und Geborgenheit. Befreit euch von all diesen Standarderwartungen und jeglichen Pflichtgefühlen, die man so landläufig mit Advent und Weihnachten verbindet. Denn bei der Ankunft von Jesus kommt es auf etwas ganz anderes drauf an. Für alle die, die gerade Wüstenmomente oder Wüstenzeiten erleben, verachtet die Wüste nicht. Da können entscheidende Dinge passieren. Die Wüste kann dich zum Wesentlichen in deinem Leben zurückführen, zu dem, der da ist, der da liegt in der Krippe, der Retter. Und für uns alle, die wir uns nach klaren Werten sehen, ist ja immer sehr gewünscht, hier klare Ansagen, die wir alle nötig haben. Teilt, verschenkt, betrügt nicht, stoppt jegliche Gewalt, seid nicht nur besinnlich, sondern kommt zur Besinnung. Macht euch auf und entdeckt den Schatz der Adventszeit. Ich mag den Johannes, habe ich gemerkt, beim Predigtvorbereiten. Ich mag dieses lebendige Umleitungsschild, der sich heute uns in den Weg stellt und uns dadurch einen Perspektivwechsel ermöglicht. Ich lese den gleichen Text von Rainer nochmal, aber diesmal rückwärts. Die gleichen Worte. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Warten auf Jesus. Amen.